Die EU will also die politische Bildung der Bürger fördern. Ich fürchte nur, was sie wollen, ist die Bürger politisch indoktrinieren. Aufgabe gewählter Repräsentanten in einer Demokratie ist es, den politischen Willen des Volkes umzusetzen und nicht dem Volk diktieren zu wollen, welchen Willen es zu haben hat. Auch ist es nicht unsere Aufgabe, an fehlgeleiteter Politik unbeirrt festzuhalten, die dem Volk nur besser erklärt werden muss, wie Altkanzler Merkel einem trotzigen Kind gleich einst ihre desaströsen Entscheidungen versuchte zu rechtfertigen. Politik hat sich darauf zu beschränken, dem Bürger objektiv die zur Debatte stehenden verschiedenen Alternativen darzulegen, aus denen er dann frei wählen kann. Aber das ist ja das Problem. Zu ihrer Brave New World Agenda darf es eben keine Alternative geben. Gerade dieses Haus arbeitet sich unablässig an Staaten wie zum Beispiel Ungarn für seine vermeintliche Demokratiefeindlichkeit ab. Und doch wurde der von Ihnen so verhasste Viktor Orban gerade erst mit überwältigender Mehrheit wiedergewählt, wozu ich ihm von dieser Stelle aus meine allerherzlichen Glückwünsche übermittle, so wie Sie das sicherlich auch alle schon getan haben, nicht wahr? Wenn hier also jemand eklatante politische Bildungsmängel aufweist, dann sind Sie es, meine Damen und Herren. Sie haben ein gestörtes Verhältnis zu Konzepten wie Volksherrschaft, staatliche Souveränität, freier, selbstbestimmter Völker und betrachten Bürger als dumme, ungezogene Kinder. Hier eine Lektion. In einer Demokratie sind Bürger freie, selbstbestimmte und mündige Entscheidungsträger, deren Willen sie zu respektieren und umzusetzen haben. Alles andere wäre Diktatur. Und das will doch hier keiner, oder? Vielen Dank.